Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video soll es mal um ein paar Leaks gehen zu einem neuen Gegnermodus, welchen wir bald in GTA 5 Online bekommen werden. Bevor es aber losgeht, noch eine kleine Ankündigung, und zwar werde ich in circa 2 Wochen einen 24-Stunden-Livestream machen. Viele haben es sich gewünscht, jetzt ist es endlich soweit. Aber als kleine Vorbereitung darauf möchte ich übermorgen, also am Samstag, schon einen 12-Stunden-Stream machen. Wir fangen an um 15 Uhr und werden bis um 3 Uhr nachts, also von Samstag auf Sonntag, GTA Online, CSGO und alles weitere zocken. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere natürlich dabei wäre. Ihr könnt auch immer sehr, sehr gerne mitzocken und so weiter. Ist auf jeden Fall klar. Kommen wir jetzt aber auch mal zum eigentlichen Thema. Und zwar habe ich einige Leaks von Foxy Snaps mitgebracht. Auf jeden Fall der Link zu seinem Twitter-Account ist in der Beschreibung. Aber um was geht es denn jetzt genau? Foxy hat einen Post veröffentlicht, in dem er von einem neuen Gegnermodus spricht. Dieser neue Gegnermodus soll bereits in den Gamefiles vorhanden sein und wir sollen diesen wohl bald bekommen. Der Name von diesem neuen Modus ist Power Mad. Aber um was geht es denn jetzt dabei? Power Mad soll wohl so eine Art Power Play sein, also ein Gegnermodus, der grundlegend erstmal auf einem Deathmatch basiert. Aber ähnlich wie bei Powerplay gibt es jetzt neue Items zum Aufsammeln. Darunter das Juggernaut und das Bestie Power-Up. Mit diesen jeweiligen Spezialfähigkeiten sollen wir dann wohl den Score unseres Teams extrem pushen können. Neben dem Namen und einigen Infos ballert Foxy Snaps aber auch Audio-Files raus von diesem neuen Modus. Hört euch diese doch einfach mal an. All diese Audio-Files gehören zu diesem neuen Modus und klingen wirklich sehr bedrohlich. Wann wir diesen Modus bekommen, kann ich euch leider nicht zu 100% sagen, aber auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen, vielleicht so in 2 Wochen würde ich mal vermuten. Stimmt auf jeden Fall mal oben rechts ab, wen ihr mehr feiert, Bestie oder Juggernaut, würde mich auf jeden Fall wirklich mal heftig interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen, auch wenn es mal hier ein etwas kürzeres Video war. Außerdem, wenn du hier neu sein solltest, kann ich dir nur empfehlen, diesen Kanal hier mal zu abonnieren, damit du wirklich nichts mehr rund um GTA 5, GTA 5 Online und alle weiteren Leaks und Updates und so weiter verpasst. Das Hashtag für heute ist auf jeden Fall Hashtag Modus und jetzt bin ich mal raus. Bis bald, haut rein und Peace!